Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, Frau Präsident, werte Kollegen und liebe Gäste. Zum Inhalt und der innerlichen Begründetheit des vorliegenden Antrags hat Herr Dr. Mantay das Erforderliche gesagt. Ich kann dem nur vollinhaltlich zustimmen. Das ist alles korrekt. Herr Minister Brotkorb, wenn Sie gesagt haben, da ging alles drunter und drüber, dann möchte ich den Bumerang zurückwerfen. Auch bei Ihnen ging jetzt alles drunter und drüber. Oder wie darf ich Ihr Statement verstehen, diese Unterscheidung zwischen Beamten und Angestellten? Wollen Sie jetzt die Statusgruppen abschaffen? Wollen Sie künftig nur noch Angestellte im öffentlichen Dienst haben? Darüber kann man in der Tat reden. Und einige Jahre lang war das auch eine Devise der Politik, unnötige Verbeamtungen zurückführen. Im Moment gehen wir eher einen gegenteiligen Weg und rufen wieder mehr nach Verbeamtung. Tatsache ist auch, dass die Pensionslasten für Beamte relativ erdrückend sind für die Landeshaushalte. Aber das hat mit unserem Problempunkt heute und hier unter diesem Tagesordnungspunkt überhaupt nichts zu tun. Also auch drunter und drüber. Da komme ich eher zu dem, was der Kollege Mantay gesagt hat, gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Ein Postulat, das zu Recht immer wieder erhoben wird. Und das auch hier, das gilt eben nicht nur bei Geschlechterunterschieden, sondern das gilt auch in diesem Verhältnis. Und wenn Sie sich darauf zurückziehen, dass Sie sagen, ja, rein formaljuristisch müssen wir diese Nachzahlung nicht leisten, haben Sie völlig recht. Formaljuristisch ist das so. Und da profitieren Sie davon, dass die Betroffenen im Vertrauen gelebt haben, unsere Landesregierung wird sich schon rechtlich nicht nur korrekt, sondern auch angepasst verhalten und deswegen keine Widersprüche eingelegt bzw. keine Klageverfahren gegen diese verzögerte Anpassung erhoben haben. Das Echo sehen Sie jetzt. Dieses Vertrauen ist zerstört und Sie haben jetzt 1200 Widersprüche gegen vergleichbare Regelungen. Die kosten auch Geld, die müssen bearbeitet werden und so weiter. Man könnte mal hochrechnen, ob das nicht langfristig, wenn dieses Echo so weitergeht, fehlendes Vertrauen in die Rechtstreue und die Redlichkeit der Landesregierung, ob das nicht deutlich mehr kostet als die Summe, um die es hier geht. Fakt ist aber, die Regelung, hinter der Sie sich hier verstecken, ist vom Bundesverfassungsgericht eindeutig als verfassungswidrig festgestellt worden. Dass Sie das Glück haben, dass es keinen hier im Lande gab, der dagegen die Gerichte eingeschaltet hat, widerspiegelt doch nur das Vertrauen der Bevölkerung. Unsere Regierung wird uns dann auch nicht im Stich lassen, sondern sich redlich, nicht nur formal korrekt, juristisch richtig, sondern redlich verhalten. Und dieses Vertrauen, das treten Sie mit Füßen und das sollten wir uns hier nicht bieten lassen. Deswegen werden wir dem Antrag zustimmen. Dankeschön.